Und da bin ich wieder mit der vierten Folge Let's Play Boiling Point. Und wir hatten, glaube ich, einen Auftrag. Und zwar platziere das Syntral, was auch immer, auf dem Nachttisch. Es war noch ein Polizeijob, den könnte man eigentlich noch machen. Dann sollten wir mal die Suche nach der Lisa ja weiterführen. Die ja. Driven mal kurz zu dem Haus, wo wir dieses Adrenalin oder was auch immer platzieren sollen. Machen wir mal das Licht an, damit wir auch was sehen. Spaß. So. Also wie ich das jetzt der Karte entnehme, muss ich hier rein, oder? Ja. Nun, schauen wir mal. Ist das hier? Ja. So, das wäre platziert. Und wieder zurück zur Polizeistation und das Geld einkassieren. Was habe ich denn noch für Aufträge? De-de-de-de. Ich finde die Musik hier bei diesem Spiel extremst lustig eigentlich. Passt auf jeden Fall hin. So. Yeah. Fail. Ah, knapp an der Laterne vorbei. So. Jetzt hier rein. Dem guten Mann reden hier. Die Gerichte greifen hart durch, wohl weil die Amerikaner Druck machen. Ich glaube, dass diese Tasche voll mit Syntra-Drehen ausreicht, um ihn für den Rest seines Lebens einzubuchten. Courts are cracking down because of US pressure. I think that bag of Synthedrin is enough to put him in jail for the rest of his days. That's for sure, Gringo. We'll put him away for life. Well. Got any assignments that would be of help to the police? Just don't be so sarcastic here, Gringo. Everything's fine this time. We need to get this picture from the bandits. They stole. Nein. No. What are you getting on my. Naja. Lassen wir das einfach mal. Was habe ich denn jetzt hier für einen Status? Regierung 8, Guerillas 3, Mafia minus 1, oh, das ist schlecht. Banditen 1, ganz ehrlich, dann knall ich jetzt hier diesen Typen ab. Ja, fahr mir rein, fahr mir rein. Was ist hier für ein Chaos? Warum stehen hier überall die gleichen Autos? Dummer Bastard. So. Genau. Erledigen wir kurz diese Aufgabe. Wir sollen den Verräter töten, der von der Polizei bewacht wird. Und danach wieder zu den Banditen zurückkehren. Irgendwie waren jetzt die letzten drei Aufträge fast alle nebeneinander. Naja. So. Hier perfekt auf der Straße geparkt. Ich denke, ich werde hier den Revolver nehmen. Wow, was mache ich denn? Hä? Ich mache gar nichts, er steuert einfach. Okay. Was war das? Na gut. Werden wir wohl jetzt mal den Verräter kalt machen. Slow down, Gringo. Don't shoot, I'm with you. Schnell das Ding hier zumachen. Und kommt er wieder rein. Was hat der dabei? Ah. Kann man alles gebrauchen. Ja, und die Knarre auch, warum nicht? Kann man noch verkaufen. Wo ist der Typ? Ich muss. Ey, was? Ich kann nicht schießen. Was ist das denn? Geht doch. Ist der Nächste. Oder nicht der Nächste, sondern der Verräter. Wo ist er da? Was? 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 Habt ihr das gesehen? Ich wurde einfach abgeknallt. Es kann doch nicht sein. Ja, ich wurde schwer verwundet. Kann sein. Habe ich noch meine Waffen? Ja. Sehr schön. Okay, das war ein Fail. Aber es gibt Rache. Nun, stecken wir erstmal die Waffen weg.
und wir müssen, ja, dahin laufen. Jetzt werde ich auch noch angefahren, Alter, ist doch okay. So. Hier runter. Wie ärgerlich. Aha, der will auf mich schießen. Ja, war ja wieder klar. Alle schreien. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, lauft alle weg. Ich hab zwar gar nichts gemacht, aber okay. Ey, und der, was macht der da? Der will jetzt mein Auto kaputt fahren oder was? Nein, er umrundet es einfach. Was ist das? Scheiße. Oh Mann. Gut, jetzt wird der Typ platt gemacht. Vielleicht soll ich auch doch die hier nehmen. Geht doch. Spritze kann ich gleich mal benutzen. Hab ich wieder mehr Leben. So. Nun, hey, wir haben zwei Maschinenpistolen. Ja, läuft. Leichte Rüstung. Kann man sich die jetzt ausrüsten? So. Waffe kurz wegpacken. Und dann fahren wir mal zurück zu den Banditen. Mal gucken, wie jetzt der Regierungsstatus ist. Null, das heißt neutral, oder? Ja, nee, Feind. Ah, verdammt. Naja, kann man nichts machen. Scheiße für die Regierung. So. Nun, fahren wir mal hier entlang. Und ich würde sagen, jetzt hier nach der Mission machen wir erstmal weiter. Aber nicht erstmal weiter, sondern wir fangen mal an nach der Suche unserer Tochter, der Lisa. Tja. Benan. Alles erledigt, Herr Nier. Ich wollte eben gerade die rilianische Krawatte umlegen, da kam die Polizei dazwischen. All done, Hernia. You say cops got in the way? Maybe there's someone ratting us out. Okay, take the money. Later, Hernia. Gut. Dann, was haben wir jetzt für einen Auftrag? Genau, der Barkeeper im Black Jaguar kennt sicher die Lage von Don Pedros Villa, weil da ja die Tochter vermutet wird. Und dann fahren wir doch mal dahin. So. Nun. Dann sollten wir mal hier rausfahren und irgendwie vielleicht die Rebellen oder so aufsuchen, für die ein paar Aufträge machen. Weil wir brauchen auf jeden Fall gute Ausrüstung, um in die Villa reinzukommen. Das wird auf jeden Fall lustig. So. Sind wir hier an der Bar. Aha, der Rauswerfer. Sieht ja echt hart aus. Hi. Greetings, senor. Welcome to the Black Jaguar Bar. My name is Luis. What would you like? Genau, hör zu, Luis. Soweit ich weiß, gibt es eine neue Villa in der Stadt, die Don Pedro als Junggesellenbude nutzt. Was weißt du darüber? Listen, Luis. I heard there's a new villa in town, and Don Pedro's made it his new bachelor pad. What can you tell me about it? Maybe a lot, but first, let me see 300 pesos, senor. Ja, nehmen wir das einfach mal direkt an. Ich muss jetzt gerade nachdenken. Ja, ich denke ja, weil ich meine, wenn man jetzt sagt, na, wie wäre es, wenn wir das jetzt gleich klären, dann muss ich mich nicht um die Dekoration hier drinnen kümmern. Dann meine ich, dass der 500 verlangt und man kann ja nichts machen. Deswegen werde ich lieber direkt bezahlen. Perfekt. So, Don Pedro has recently built himself a new villa to the east of the town. Let me show it to you. The villa was designed by the architect Burundu Chapo. He lived in this town, not far from here. A yellow building, second floor.
Perhaps he can tell you more about the building. Ja. So, war nett hier. Aber jetzt muss ich wirklich gehen. It's been a real slice, but it's time for me to go. It's a pity. Oh well, don't forget about us, Senor. Jo, mach ich. I'll be very glad to see you. Oh, rein. Besuche Don Pedro, dort hat man meine Tochter zum letzten Mal gesehen. Ja gut, dann sollte ich erstmal zum Waffenhändler fahren und richtige Ausrüstung kaufen.